Wir sind ja heute hier, um über die Zukunft zu reden. Man kann nicht ohne über die Jugend zu reden, über die Zukunft reden. Und letztes Jahr wurden junge Menschen, so richtig jung, so zwischen 14 und 17, nach ihren größten Sorgen befragt. Und ganz oben auf der Liste stand nicht das Liebesleben von Taylor Swift oder irgendwelche Fortnite-Tänze, sondern 5 Punkte. Kriege, Klimawandel, Umweltverschmutzung, Energiekrise und Armut. Die Jugend. So melodramatisch. So verweichlicht. Alles so belanglose, oberflächliche Snowflake-Problemchen. Damals hatte man noch echte Sorgen. Das Einzige, was die jungen Leute heute interessiert, ist, wie sie sich die neuen Nikes oder immer neue AirPods leisten können, wenn sie wieder einen verlieren. Oder den Bubble Tea jeden Tag. Oder das ganze 8 Quadratmeter große WG-Zimmer, das trotzdem mehr kostet als das komplette monatliche Ausbildungsgehalt. Oder dazu sogar auch noch Essen, was sie dann sowieso nur auf Gemälde schmeißen. Ansprüche haben die Kids, was soll da noch alles kommen? Eine sichere Zukunft? Therapieplätze? Der Wunsch, nicht monatlich Mikroplastik im Umfang einer Kreditkarte zu sich zu nehmen? Wenn man ihnen jetzt den kleinen Finger gibt, also zum Beispiel genug Geld im Bildungssektor, dann nehmen sie die ganze Hand und fordern am Ende noch anständig bezahlte Jobs und ein Gesundheitssystem, was nicht auf dem Zahnfleisch kriecht. Und wer nicht 8 Monate auf einen Spezialarzttermin wartet, der ist doch sowieso noch nicht richtig abgehärtet. Und die heulen. Und die heulen und heulen wegen dem Rechtsrutsch. Was für die schon alles rechts ist. Allein die paar Populisten von der AfD, also ich kenne keinen einzigen, der die wählt, die Witzbolde. Wie viele würden die denn so überhaupt wählen? Ah, 20%. Na bitte, schau, ist doch gar keine Mehrheit, die können uns gar nichts, habe ich doch gesagt. Und stell dir vor, was ich ja viel schlimmer finde, was die Terroristen da neulich mit dem Brandenburger Tor gemacht haben. Also die Nazis kriegen wir bestimmt irgendwie irgendwann wieder aus dem Bundestag. Aber dieses Denkmal kriegen wir nie wieder wie früher hin. Das ist offenporiger Sandstein, der ist jetzt hinüber. Und da kleben sich Teenager auf die Straße und verlangen ernsthaft, dass jetzt das, was die letzten Jahrzehnte an Wasser- und Luftverschmutzung zusammengekommen ist, irgendwie adressiert und ernst genommen wird? Entschuldige mal, das haben wir bisher doch auch nicht gemacht. Und so viel mehr Leute sind jetzt zumindest hier in Deutschland auch nicht umgekommen durch Umweltkatastrophen in den letzten Jahren. Was sollen denn 1-2 Grad in Jahrzehnten für einen Unterschied machen? Da gewöhnen wir uns einfach schon dran in der ganzen Zeit. Daran gewöhne ich mich jedenfalls lieber, als dass ich jetzt mein Auto immer an eine Steckdose anschließen muss, wie so ein besserwisserisches Öko-Arschloch. Wo kommen wir denn da hin? Am Ende wollen die sogar, dass ich ein regionales Gemüse esse. Nee. Wir drehen einfach die Klimaanlage ein bisschen weiter auf, dann merken wir das gar nicht. Und wenn die jungen Dinger sich ein bisschen weniger anziehen, umso besser, wa? Was denn jetzt? Ach komm, seid doch nicht so empfindlich, das war doch nur Spaß. Was gucken mich denn jetzt alle so an? Warum nehmt ihr meine Spirenzchen denn nicht mehr hin? Wie soll ich jetzt lernen, dass ich nicht mehr mit allem durchkomme wie die letzten 50 Jahre? Was soll ich denn jetzt machen, außer da eine Hetzjagd auf das ultimative Feindbild als alter weißer Mann rein zu konstruieren? Soll ich wirklich am Ende einsehen können, dass andere Leute stärker davon betroffen sind, was in nächster Zeit auf diesem Planeten passiert? Kann ich irgendwie hinnehmen, wenn mir jetzt ein blauhaariger Halbstarker sagt, setz dich mal, Jens, wir entscheiden das jetzt, ich will dir nicht zu nahe treten, aber für den Ausgang dieser Entscheidung bist du gar nicht mehr da und wir müssen die Scheiße ausbaden? Entschuldigung, darf ich auch noch kurz? Hi, ich bin's. Die Jugend. Also ein bisschen Jugend noch. Der Rücken meldet sich inzwischen häufiger, aber sonst alles Tutti. Lieb, dass ihr fragt. Na gut, vielleicht ist nicht ganz alles Tutti. Vielleicht haben wir ein bisschen Angst, weil wir nicht wissen, wie wir uns das Leben leisten sollen. Als Mama mir von den Mieten in der DDR erzählt hat, bin ich fast umgekippt, weil ich zahle deutlich mehr Geld nur für Strom. Vielleicht spüren wir jedes Jahr, dass es der heißeste Sommer unseres Lebens ist und denken dran, dass wir das jetzt jedes Jahr wieder sagen werden. Vielleicht wissen wir nicht, ob wir überhaupt in die Rentenversicherung einzahlen sollen, weil wir bis dahin schon ganz andere Probleme haben werden. Vielleicht wollen wir politisch aktiv werden, aber wissen gar nicht, wo wir anfangen sollen, weil gefühlt immer alles irgendwie im Argen liegt, weil unsere Probleme schwer sind. Aber wir sollen auch dankbar sein, denn andere haben es viel schwerer. Aber darum sollen wir uns auch nicht sorgen, denn es gibt doch genug Probleme im eigenen Land, auch wenn das eigene Land die Probleme in anderen Ländern mitverursacht. Und selbst wenn wir es irgendwie hinkriegen, den Klimawandel aufzuhalten oder zumindest massiv zu entschleunigen mit unseren kleinen Jutebeuteln und unserem kleinen Klick im Kästchen CO2-Ausstoß ausgleichen bei der Flixbus-Buchung und vielleicht der Enteignung des ein oder anderen Großunternehmens, die sowieso den Löwenanteil dieser Emissionen auf dem Gewissen haben, selbst dann wäre das auch nur mildes Wetter in einer Welt, in der die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter aufgeht und systemische Ungerechtigkeiten sich weiter reproduzieren und immer mehr Faschisten sich viel zu oft trauen, zu sagen, was sie denken. Ich finde es übrigens nicht antidemokratisch, wenn man bei manchen Meinungen Angst haben muss, sie auszusprechen. Manche Hottakes gehören ins Tagebuch und nicht zum Plenum. Die AfD hat in meiner Gegend, ich wohne in Weißensee, neulich einen Infostand gehabt.
Und einerseits habe ich mich beim Vorbeifahren zwar kurz gefreut, weil da war fast niemand, um mit denen zu reden, aber dann habe ich gemerkt, dass auch niemand, um sie zu fragen, ob sie eigentlich den Arsch offen haben. Und die können das einfach so machen. So mitten am Tag. Und ihre menschenfeindliche Scheiße verbreiten und da war weder eine lokale Antifa-Gruppe noch irgendwer anders, der was gemacht hat. Am helllichten Tag mitten auf dem Marktplatz können die sich einfach trauen, da rumzustehen und ihre Flyer zu verteilen und Leute zu fragen, ob sie eigentlich auch finden, dass ihre Heimat von Zuwanderung und Geflüchteten kaputt gemacht wird. Man bekommt den Eindruck, schuld sind immer Geflüchtete oder Leute, die noch weniger haben als man selbst. Sozialschmarotzer, die sich auf Hartz aufruhen und immer mehr Kinder bekommen, um mehr Steuergelder zu erschnorren. Weil wie wir alle am eigenen Leib erfahren oder von den Eltern um uns herum gehört haben, ist das allgemein das beste Mittel für ein leichteres, unbeschwerteres Leben. Möglichst viele Kinder gleichzeitig großziehen, die ganze Zeit. Bürgergeldempfänger sollen jetzt härter sanktioniert werden, weil das ist natürlich das größte Problem in Deutschland, dass man nicht für jeden unterbezahlten Scheißjob jemanden findet, der ihn gezwungenermaßen machen muss, um nicht zu verhungern. Ganz großes Kino. Mit dieser fantastischen Maßnahme sollen 150 Millionen Euro im Jahr gespart werden. Währenddessen kostet Steuerhinterziehung den Staat jährlich 100 Milliarden. Aber klar, das Geld müssen wir uns bei den Armen holen. Diese unerträgliche Missgunst, die immer die, die sowieso schon wenig haben, trifft, sei es nun Geld oder Macht und sie in den Laserfokus nimmt. Dabei ist das, was den Kurs noch ändern kann, die Solidarität. Betroffenen von Ungerechtigkeit und Benachteiligung zuhören und ihnen Platz machen, wenn man selber schon genug redet. Widerstand leisten gegen Menschenfeindlichkeit, sogar wenn sie einen nicht selber betrifft. Tiefgreifenden Umbruch in den Strukturen, die uns hierher gebracht haben. Jungen Menschen eine lebenswerte Zukunft ermöglichen. Und Wirtschaftswachstum. Ganz viel Wirtschaftswachstum, war nun Spaß. Ich wünsche euch einen schönen Neujahrsempfang.